Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder. Das ist so ein Sonntag, einer dieser Sonntage, wo mein Kind gut versorgt ist und wo ich Zeit habe, in meine Notizbücher zu kritzeln, mir Gedanken zu machen, in Ruhe zu duschen, mit den Musen meines Lebens in Kontakt zu kommen. Und danach, und das ist das Schönste an diesen Sonntagen, an Sonntagen dieser Art, dann auch noch das, was mir meine Musen zugeflüstert haben, irgendwie zu Papier oder in Form zu bringen. Und das, was dabei herausgekommen ist, das muss ich jetzt unbedingt mit euch teilen. Es ist im Grunde nur ein Auf den Punkt bringen von dem, was mich jetzt die längste Zeit schon bewegt und für mich ganz wichtig ist im Bereich, in meiner Entwicklung und in der Kommunikation mit euch. Ich habe mich heute unter der Dusche mit der Frage beschäftigt, was ist mir eigentlich das Allerwichtigste, wenn ich über dieses Lieblingslebensgefühl spreche oder selber versuche, dieses Lieblingslebensgefühl, für das ich ja stehen möchte, anzupeilen. Und da ist mir klar geworden, im Grunde sind es nur zwei Faktoren, die mir wichtig sind und wo ich mich dann so richtig gut in meinem Leben zu Hause und glücklich fühle. Und der eine Faktor, der kommt, zu dem hat mich eine Freundin inspiriert, die schon lange, lange Beraterin ist nach der Individualpsychologie nach Alfred Adler. Und der Alfred Adler sagt, überhaupt die Basis für ein Leben, das menschenwürdig ist, ist die Zugehörigkeit. Das Zugehörigsein zu Gruppen, zur Menschheit als solches, zum Kosmos, das Teilsein von dem Ganzen und eben das Dazugehören. Und es ist die größte Angst und der größte Schmerz, den wir Menschen überhaupt haben können, wenn wir aus dieser Zugehörigkeit, wie auch immer, uns ausgeschlossen oder verstoßen fühlen. Und wir alle wissen, wie sich das im Moment anfühlt, weil wir haben sehr viel an selbstverständlicher Zugehörigkeit verloren. Wir haben auch Angst, sie zu verlieren. Wir sitzen da und wissen nicht, ob die Kreise, zu denen wir uns selbstverständlich oder auch gewachsen geworden zugehörig fühlen, ob es die noch weiterhin geben wird, ob die wiederkommen werden, ob wir dann noch zugehörig sind. Und für mich ist das eine der größten Ängste, die mich und ich glaube einige von uns oder viele von uns gerade erfüllt. Und ja, das ist für mich die eine Basis, die Zugehörigkeit. Und die andere Basis, also ich habe das dann für mich so als Achsen gedacht oder dargestellt, ist, wenn ich sage, Zugehörigkeit ist etwas, was mir erstmal gegeben ist oder geschenkt wird oder auch, dass irgendwann einfach so eine Basis ist, dann kommt für mich das andere ins Spiel, nämlich die Beteiligung. Also das ist für mich sozusagen das aktive Pendant. Wenn ich zugehörig bin, will ich mich automatisch auch einbringen. Ich will gesehen werden, ich will auch gebraucht werden. Ich will mit dem, was ich bin, ein aktiver, wertvoller Teil der Gemeinschaft, der Welt, der Gruppe, des Kosmos sein. Und so ist mir klar geworden, die Kernwerte, wenn man es so sagen will, meiner Firma, meines ganzen Tuns, meines Schaffens und meiner Begeisterung für dich, für euch, sind eben diese zwei Dinge, Zugehörigkeit und Beteiligung. Und dann habe ich mir weiter überlegt, wenn ich das als Achsen darstelle, was sind da so die Pole? Ich zeige dir das jetzt mal, du siehst das, jetzt muss ich auf meinem iPad tippen. Zugehörigkeit sind für mich zwei Dinge, nämlich das eine, das Vertrauen zu haben, dass ich eben zugehörig bin und dass ich eh nicht rausfallen kann. Das ist wiederum so der mehr passive, der empfangende Teil. Und andererseits, was ist noch ein Zeichen von Zugehörigkeit? Wie kann ich Zugehörigkeit erleben? Indem ich in Dialog trete. Also Vertrauen und Dialog sind für mich die beiden Punkte, könnte man sagen, zwischen denen dieses Prinzip der Zugehörigkeit aufgespannt ist. Und auf der anderen Seite bei der Beteiligung, wie beteilige ich mich? Was ist da wie ist das gespannt in der Welt? Und das ist für mich einerseits Beteiligung, die, bevor ich mich beteilige, mir zumindest persönlich ist das sehr wichtig, dass ich in meine Ruhe, in meine Mitte komme. Also, dass ich mich auf mich selbst und auf das, als was ich mich beteiligen will, wirklich auch spüre und verankere. Also, da ist für mich das Schlagwort Ruhe. Und andererseits braucht es für die Beteiligung auch eine gewisse Kraft. Und sei es nur ein kleiner Impuls oder eine Lebendigkeitsblase, so Bubble, also Blase klingt immer so nach Börsenkrach und so, das meine ich nicht, sondern so eine Seifenblase,
der Lebendigkeit oder ein kleines Knisterbrausenpulver in meinem Mund. Manchmal ist es aber auch eine große Kraft, wenn ich ein Buch schreibe oder wenn ich mich wirklich kraftvoll zu Wort melden will oder wenn ich ein Video aufnehme wie dieses, dann braucht es schon ein bisschen einen größeren Entschluss. Und da zwischen Vertrauen und Dialog und Ruhe und Kraft, da ist eben Zugehörigkeit und Beteiligung spürbar. Und wenn ihr euch mein Bild mit meinen Werten anschaut, dann seht ihr jetzt da noch drumherum etwas, nämlich vier Grundprinzipien, die mir helfen oder die für mich so die Voraussetzung sind, um immer wieder diese Kernzone des Lieblingslebensgefühls zu betreten. Und das ist einerseits für mich, bevor ich in die Ruhe komme und in diese Besinnung, ist mein Weg immer über das Spielerische, über das Leichte, über das Herumprobieren dürfen, über das mich ausbreiten, in die Fülle gehen, in die Leichtigkeit gehen. Alles darf sein, es dürfen auch Fehler sein und Blödsinn und Irrwege und ausprobieren, ausprobieren. Und erstmal blub. Und aus dem heraus kristallisiert sich dann meine Ruhe, meine heutige, auch vielleicht nur meine momentane Ruhe und Ausrichtung heraus. Also das Spiel führt mich in die Ruhe. Was führt mich ins Vertrauen? Das ist für mich immer die Kunst, in welcher Form auch immer. Das gestaltende Kunst heißt für mich immer in Beziehung gehen zu mir drin und gleichzeitig zum Meer, zum Kosmos, zu den Musen, zu dem, was zu mir flüstert, was durch mich geschehen will. Und ich finde das eben gut über künstlerische Formen, über Gedichte, über das Malen, über Zeichnen, Kritzeln, über ästhetisches Gestalten. Also man könnte auch sagen, die Ästhetik führt mich ins Vertrauen oder andererseits, ich vertraue darauf, dass das Universum und das Leben ein zutiefst ästhetisches Geschehen ist. Und wenn ich mich mit ästhetischen Mitteln beschäftige, dann habe ich da den direkten Weg in mein Vertrauen, in mein Angebundensein. Was führt mich in die Kraft? Das ist ganz oft bei mir, ich sage es jetzt ganz arg, das Wort Können, also die Beherrschung von gewissen Techniken und sei es, also ganz simpel, nicht Meisterschaft, nicht jahrelang studieren, sondern einfach zum Beispiel, dass ich gelernt habe, wie ich Zoom aufdrehe und wie ich da Start drückt bei der Aufnahme und dass ich dann noch diesen gelben Rahmen drumherum habe, das ist jetzt nicht mal mein Können, sondern das meiner Illustratorin. Aber das sind alles für mich Faktoren, die mir Halt geben, wenn ich mich traue, meine Kraft in die Welt zu bringen und die auch dafür sorgen, dass ich da, so gut es halt geht, ernst genommen und gehört werde. Also wenn ich schon Kraft einsetze, dann möchte ich das gut machen in der angemessenen Art. Und deshalb ist es mir so wichtig, auch Dinge zu lernen, Dinge zu verstehen, zu begreifen, auch handwerklich wirklich zu lernen, damit meine Kraft eben in die richtige Richtung und ja, damit meine Kraft mit der richtigen Kraft in die Welt geht. Und der vierte Aspekt im Dialog, das ist noch so ein Kernwert von mir, ist die Freundlichkeit. Und damit meine ich nicht die Freundlichkeit, diese vorgetäuschte, sondern wirklich diese Freundlichkeit von Herzen. Das heißt, ich betrachte jeden Mensch, mit dem ich zu tun habe, als Freund, dem ich offen begegne, dem ich mich erst einmal positiv, vertrauensvoll und zugewandt zuwende. Und in dieser Freundlichkeit, in dieser Ermutigungshaltung, in dieser bestätigenden Haltung und achtenden und wertschätzenden Haltung trete ich in Dialog. Und das ist auch die Art, wie ich in meinen Schreibgruppen und in allem, was ich tue und auf meinen Facebook-Seiten euch begegne und euch auch dazu auffordere oder dahin führe, dass es eh fast von selbst geht, dass man einander eben in dieser freundlichen Art begegnet. Also Spiel, Kunst, Können, Freundlichkeit, das ist es, was ich in meinen Kursen und in meinem Tun vermittle, damit wir gemeinsam zu unserer Ruhe, in unsere Kraft, in unser Vertrauen und in Dialog finden, kommen mit den Menschen und mit den Prinzipien, denen wir uns zugehörig fühlen möchten und an denen wir uns beteiligen möchten. Und das war es, was mir heute, wie es oft so ist, in einem Blitzmoment unter der Dusche klar geworden ist, was ich geordnet und formiert habe und wofür ich jetzt gerade die letzte Stunde, eine der ersten Stunden meines Sonntages verwendet habe, um das aufzuschlüsseln, sichtbar zu machen und euch davon zu erzählen. Soweit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag mit all den Gefühlen, die ihr euch jetzt aus diesem Video pflücken möchtet und allen anderen, die euch.
Freude machen und euch zu einem liebsten Lieblingslebensgefühl verhelfen. Tschüss, bis bald, eure Barbara.